Säge. Hier, perfekt in die Mitte. Mann, den ich anders gehen kann. Geht das so? Ja, perfekt. Gut. Und dann mit den Ketten. Und nehmen die Eichenstämme, die wir hier noch haben. Das ist perfekt, dass wir das hier haben. Das hier. Das brauche ich jetzt nur mal gerade so als Grundkonstruktion. So. Ja, ich denke mal, das geht irgendwie noch ins Tiefer. Also ins Tiefer fände ich es besser, fällt mir gerade auf. Nur dass das Sägeblatt das schon fast berührt. Und wir haben ja auch genug Ketten dafür. Hier. Damit haben wir das schon mal. Sieht irgendwie ein bisschen lost aus, dass da nur so ein Balken dran hängt. Vielleicht. Ja. Gute Idee. Und zwar mache ich jetzt noch ein paar Bretter. Und die legen wir seitlich hin. Schon und hinten hin. Für die fertig gesägten Dinger. Oh, fertig gesägte Teile. Schon leer. Na, dann machen wir welchen. So. Gut. Dann bauen wir am oberen Stockwerk weiter. Und zwar haben wir hier die Sache, dass ich sogar jetzt dazu tendenziere, dass ich hier, weil hier dieser offene Einlagerungsraum ist, das so baue und beim Rest anders. Nee, nicht schon wieder nur große Fenster. Ihr müsst wissen, ich plane das ganze Grund, also vom Grund vorher eigentlich gar nicht. Sondern ich denke mir so aus, ja, das könnte hier hinpassen und dann baue ich das so. Ich habe eigentlich nur so ein paar Grundpläne, wie es im Mittelalter in etwa wäre. Und dann baue ich das einfach Freestyle. So, und jetzt müssen wir gleich mal ein Diorit holen. Genau, das hier. Hier ist das so. Gut, sieht man nur Laub, wenn man aus dem Fenster guckt, aber okay. Genau. Fällt gerade auf, ich mache mir lieber mal eine Werkbank, die werden wir brauchen. Und zwar, also dafür brauchen wir die jetzt eigentlich nicht, aber wir müssen ja noch eine Etage für den Dachboden einziehen, dafür brauchen wir es. Hier werden wir auch nochmal ein paar die Balken einziehen. Das ist jetzt so, erschlag mich. So ein Teil ist das jetzt in etwa. Ich weiß nicht, also damit bin ich recht unzufrieden, aber... Oder? Ich muss nachdenken. Ich glaube sogar,
So wär's besser. Kann ich euch gleich erklären, warum. Und zwar ziehe ich hier noch eine Zwischenwand ein. Hier kann man in den Lagerraum von oben rum rein. Und hier ziehe ich einfach noch eine Wand ein, weil das da drüben ist ja eigentlich der Wohnbereich. So. Eingezogen. Die ist gleich fertig. Die ist zum Glück nicht so groß, weil dieses Gebäude ja noch eins der recht kleinen ist im Gegensatz zu anderen Gebäuden in der Stadt. Als noch also die Half Slabs. Ja, sollte noch reichen. Gerade so. So. Gut. Dann werden hier wieder so Stämme seitlich hingesetzt. Und dann würde ich schon fast sagen, dass das Dach drauf kann. Allerdings fehlt noch eine wichtige Sache. Nicht wichtig. So. Nämlich der Kram. Weil das Holz muss ja auch mal gehoben werden. Und dazu will ich einen Kran bauen. Genau, und zwar testen wir einmal hier wieder, wo es ist, wenn wir die Stufen gesetzt haben. Dann kann ich denken, also kann man sehr gut abmessen, wie hoch der Pfeiler in der Mitte werden muss. Oh, da sind wir bei unserer Höhe. Das heißt, aua, die kommen jetzt zum Einsatz. So, einmal kommen die hier wieder raus, das waren nur Behilfsblöcke. Schön Brot essen. Oh nee, warum? Gut, nochmal nach oben. Ich falle dieses Mal nicht mehr runter. Ja, gut. Jo. Dann nehmen wir die Ketten. Es ist gleich schon wieder Nacht. Ich brauche wieder Behilfsblöcke von unten her gesehen. Jetzt kommen hier
Eigenstämme rein. Das sind jetzt erstmal nur Hilfsblöcke, weil eigentlich will ich, dass da so ein Stamm dran hängt. Muss ich mir jetzt erstmal das hier drumherum bauen, dass das geht. Perfekt. Dann können da oben reingeschoben werden, die Stämme. Da kann ich auch gleich welche grobe halber reinlegen. Einfach nur, damit es gut aussieht, dass gefüllt ist. Hier setzen wir jetzt einen Zaun hin, weil sonst könnte man die Treppe runterfallen und ich denke, das wäre nicht so schön. Hier setzen wir auch seitlich einfach nochmal zwei Zäune hin, weil ja, das sieht besser aus, wenn da Zäune sind. Hier kommt dann auch noch mal Holz rein. Die hier nehme ich. So, dann kann das hier. Da haben wir hier oben Holz drinnen liegen. Ein Lagerraum. Und dann ziehen wir hier auch gleich wieder Glasscheiben ein. Die Glasscheiben hier drin sind, haben wir die Etage auch schon fertig. Außer die Tür muss ich erst craften. Erholen gehen, besser gesagt. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich Türen vorrätig habe. Okay. War das jetzt Maßarbeit oder war das Maßarbeit? Ich glaube, ich habe alle Fenster bedient. Ja, alle Fenster sind bedient hier oben. Dann sollte das so klappen. Mit das. Und das ist schon wieder irgendwo ein Skelett. Das ist das Skelett. Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Okay. Sehe ich es nicht? Kann es mich auch nicht sehen? Dann ist alles gut. Genau, dann haben wir die Etage fertig. Und dann muss jetzt das Dach drauf gemacht werden. Meine Hassaufgabe. Gut, dann sehen wir uns wieder, wenn das drauf gemacht worden ist. Also habe ich drauf gebaut. Ich habe mir auch eine Tür besorgt. Zwei besser gesagt. Einmal für hier und einmal für da oben. Genau, dann haben wir das hier drin. Dann habe ich noch Diorit. Dazu müssen wir nämlich oben noch hier das stopfen. Denn auch hier oben gehört eine Füllung rein. Brauchen wir leider nochmal neue Diorit. Ich hoffe, ich habe noch was unten in der Truhe. Sonst muss ich wieder Diorit holen gehen. Das wäre nicht so schön. Glück gehabt. Noch ein Stack. Das sollte reichen. Aber gerade so. Gerade so. Ist recht dicke. Hier haben wir dann das da drin. Und hier ist die Sache, wir haben hier, weil es ein bisschen unterschiedlich von den Maßen ist, doppelt Balken. Uch. Oh, mein eigener Fehler. Gut. Da kommt hier auch Füllung rein. Das klingt so geschwindig, Füllung. Okay, wir schmeißen Füllung hier rein. Gut. Da haben wir Füllung drin. Dann können wir noch ein paar Fackelchen setzen. Ich habe mein Gamma-Wert erhöht. Das ist eigentlich ganz gut, aber sag ich mal so, so erkenne ich nicht, wo Mobs spawnen könnten und wo nicht. Paar Fackeln können ja nicht schaden. Können wir auch einen draufsetzen, sieht einfach cooler aus. Genau, und dann können wir hier welche hinmachen.
Hier setze ich einen hin. Lol. So. Hier sitzen Fackeln. So, da sitzen Fackeln. Gut. Das Haus wäre ausgeleuchtet. Ansonsten ist das Haus jetzt fertig. Die Inneneinrichtung für den Bewohner fehlt halt noch, aber in Einrichtung bin ich eh nicht. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt, abonniert meinen Kanal, liked das Video, wenn es euch gefällt. Videoideen könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, also Videoideen, die nicht so anspruchsvoll sind. Wünsche würde ich gerne umsetzen, so wenn es in meiner Macht liegt. Falls ihr noch sonst welche Wünsche habt hierfür, könnt ihr das mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ciao!